Flamor Shoda, Fokusstrategie. Wir haben den Donnerstag, den 24.03.2022. Dritter Abschnitt. Die Gemeinden. Erster Unterabschnitt. Allgemeine Bestimmungen. Artikel 106 Selbstständigkeit. Absatz 1. Im Rahmen der Verfassung und der Gesetzgebung sind die Gemeinden befugt, sich selber zu organisieren, ihre Behörden und Angestellten zu wählen, ihre Aufgaben nach eigenem Ermessen zu erfüllen und ihre öffentlichen Sachen selbstständig zu verwalten. Absatz 2. Der Regierungsrat übt die Aufsicht über die Gemeinden aus. Artikel 107. Aufgaben. Absatz 1. Die Aufgaben der Einwohnergemeinden richten sich nach dem Gemeindegesetz. Absatz 2. Die Kirchgemeinden erfüllen die kirchlichen Aufgaben einer Gemeinde, wie sie sich aus der Verfassung und dem Organisationsstatut ergeben. Absatz 3. Die Ortsbürgergemeinden erfüllen die Aufgaben, die ihnen im Ausscheidungsdekret übertragen sind. Absatz 4. Die Aufgaben der Korporationsbürgergemeinden richten sich nach dem Recht der Korporationen. Absatz 5. Im Rahmen der Verfassung können die verschiedenen Gemeinden vertragliche Vereinbarungen über die Aufgabenteilung treffen. Solche Verträge bedürfen der Genehmigung des Regierungsrats, sofern es sich nicht um gleichartige Gemeinden handelt. Übergangsbestimmung. Erstens. Zweckgebundenes Vermögen ist jener Gemeinde zu übertragen, die die entsprechende Aufgabe inskünftig zu erfüllen hat. Die entsprechenden Verträge sind spätestens 5 Jahre nach dem Inkrafttreten der Verfassung abzuschließen. Nach Ablauf dieser Frist kann der Regierungsrat Ersatzvornahmen treffen. Zweitens. Die bisherigen Ausscheidungsdekrete werden als vertragliche Vereinbarungen nach Artikel 107 Absatz 4 anerkannt. Artikel 108 Organisation. Absatz 1. Oberstes Organ der Gemeinden sind die Stimmberechtigten. Absatz 2. Jede Einwohnergemeinde hat einen Gemeinderat, jede Kirchgemeinde einen Kirchenrat und jede Ortsbürgergemeinde einen Ortsbürgerrat zu wählen. Für besondere Aufgaben können weitere Behörden, insbesondere ein Schulrat und ein Sozialrat, gewählt werden. Absatz 3. Die Organisation der Korporationsbürgergemeinden richtet sich nach dem Recht der Korporationen. Artikel 109. Zuständigkeit. Soweit weder die Verfassung noch die Gesetzgebung etwas anderes bestimmt, ist der Gemeinderat bzw. der Kirchenrat oder der Ortsbürgerrat zuständig, für die Gemeinde zu handeln. Artikel 109a Ausführungsrecht. Jetzt muss ich kurz abgehen. Ich lese das nachher gerade ein.